Ich will es mir gar nicht vorstellen. Andreas, 49, guten Morgen. Hallo. Andreas, bitte den Ton vom Fernseher wegschalten. So, über was reden wir beide, Andreas? Über Jack Daniels. Über was? Über Jack Daniels. Über Jack Daniels? So komisch das auch klingt. Über Whisky? Ja, über Whisky. Okay, warum nicht? Ich hatte eine nach einer eingefrorenen Katze rede ich gerade auch über Jack Daniels. Wollte ich gerade sagen, also ich habe ja nicht gehört und muss mich auf den Paralleluniversum da auch erstmal wieder ein bisschen jetzt auf die Sache konzentrieren. Also ich habe Tränen gelacht gerade, muss ich ehrlich zugeben. Aber kurze Frage, bevor wir jetzt zu deinem Thema kommen. Ja, wie findest du das? Was die Carmen gerade erzählt hat, wie findest du das? Ja gut, wie du schon sagtest, absolut pervers. Eindeutig, ne? Eindeutig, also ohne... Keine Diskussion, ne? Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Ja. Ich meine, ich musste lachen, aber wahrscheinlich, weil es auch so total absurd ist. Mhm. Ja. Also, sowas habe ich auch noch nicht gehört. Und, ne? Ja. Naja, gut. So, jetzt aber zu dir und zum Whisky. Ja, richtig. Ich hatte eure Sendung, ich glaube, Mitte der Woche, es ging um Hardcore-Fans, glaube ich. Genau, extreme Fans. Das war genau, und da war ich dann halt mit der Redaktion kurz im Kontakt, weil, wie gesagt, das liegt mir, meine Geschichte liegt mir da nach mir, oder kam mir da so hoch und liegt mir auch ein bisschen am Herzen, weil ich werde halt immer damit, ich sammle halt, aber habe die Sammelgehen schon von Kindesbeinen, ich habe immer irgendwas gesammelt, mhm. Und ich bin zu Jack Daniels gekommen, das war so vor circa 20 Jahren, weil ich einfach kein Bier mache und auch nichts anderes. Also ich, Alkoholwagen stand nie so auf meinem Einkaufszettel, mhm. Und weil ich ihn auch nicht vertragen habe. Und dann habe ich irgendwann mal am Abend dann mehrere Dinge getrunken. Und was auch jeder andere Sammler, mit dem ich in Kontakt bin, sagt, ist einfach, dass es einem am nächsten Tag gut geht. Aber ich will jetzt hier keine Werbung für Alkohol machen, mhm. Oder sonst, ganz im Gegenteil. Also du bist ja schon so wie ein Weinkenner, bist du ein Genussmensch in Sachen Whisky? Jein, weil jeder, der ein bisschen über Genuss von Whisky redet, der wird Jack Daniels sicher nicht ganz oben auf der Rangliste haben. Kannst du gar nicht so mitreden, weil ich kein Whisky-Trinker bin. War ich auch nie. Und dann aber, wie gesagt, das war dieser Feldversuch dann mit dem ganzen Abend Jack Daniels und Cola dann auch getrunken, weil pur ist es wahrlich nicht der richtige Whisky, da gibt es bessere Four Roses oder sonst irgendetwas. Aber das hatte mich dann halt so gewundert. Mir ging es am Dienstag toll und dann hatte ich halt diesen Jack Daniels bei dann auf meiner positiven Bilanzseite. Ne? Also ich mochte das und gefiel mir auch nicht. Ich bin Stones-Fan und wie gesagt, die Switch hat dann immer mit 14, 15 auf der Bühne immer die schwarze Flasche neben sich stehen. Ne? Und das Ganze fand ich dann toll und bin damals viel gereist und habe mir halt so aus vielen Ländern dann immer so mal was mitgebracht, was ich in Deutschland nicht gesehen hatte. Hat dann so eine ganz schmale Vitrine voll und habe dann gedacht, ich habe eine wunderschöne, eine ganz tolle Sammlung. Das heißt, du bist ein wirklicher Extrem-Fan dieser Whisky-Sucht? Ja, geworden. Also die Leidenschaft hat dann wirklich zugenommen, indem ich dann auch gesehen habe, dass jedes Land quasi seine eigenen Sammelstücke hat. Also Sachen, die ich in Deutschland bekomme, bekomme ich in keinem anderen Land. Also das heißt, du sammelst die Flaschen, du trinkst die gar nicht unbedingt? Richtig. Ah, richtig. Und wie viele Flaschen hast du mittlerweile? Also circa um die 600. 6? Das ist ja Wahnsinn. 600 Flaschen Whisky im Keller? Ja. Und kann man die schon mal aufmachen und probieren und wieder zumachen, oder verfällt das dann? Nein, also das würde dann den Sammlerwert auch sofort zerstören. Ah, verstehe. Eine geöffnete Flasche ist quasi sofort vielleicht noch 10-20% einer ungeöffneten Wert. Es zieht sich natürlich so weit hin, dass die ersten Glasflaschen 1895 rauskamen. Die haben einen irren Wert. Die sind dann aber auch leer. Ach, die sind also, ja, von 1895, also kenne ich keine volle. Die erste volle, die mir so bekannt ist, kommt so aus 1905 in der Kante. So die erste, die ich meinen Händen gehabt habe. Achso, aber deine 600 Flaschen sind voll? Sind zu 90% voll. Zu 90% voll? Wie gesagt, die aus 1895, die bekommt man halt nur leer, wenn überhaupt. Dann ist schon die leere Flasche was Besonderes. Ja, absolut. Absolut. Hast du mal durchgerechnet, was für einen Wert du da im Keller liegen hast? Nee, weil ich sehe die Sache wirklich so an, dass ich ganz klein angefangen habe und auch nie diesen Gedanken hatte, irgendwas darzustellen oder was zu katalogisieren. Mhm. Oder das war halt schön für mich, aber ich bin nicht so dann, dass ich jeden Artikel aufgeschrieben habe, wann gekauft, wo gekauft, was ist neuer, weil es geht mir dabei wirklich nicht um den Wert. Das hat sich einfach im Laufe der 20 Jahre ergeben. Aber gehst du manchmal dann in den Keller und guckst dir die Flasche an und die Flasche? Ja. Das schon? Ja, ne, ich habe mein Büro dann auch mitten in
meiner Sammlung drin und sitzt dann quasi in meiner Sammlung. Und das also erklär mir doch mal bitte, ich meine, das ist immer schwer, wenn man irgendeine Leidenschaft hat, kann man das irgendwie kaum erklären, aber versuch es trotzdem mal. So die Faszination zu erklären, da vor 600 Whiskyflaschen zu sitzen und die anzugucken. Was ist die Faszination da? Die Faszination ist, dass hinter fast oder hinter sehr, sehr vielen Flaschen eine Geschichte steckt. Also eine Geschichte mit dir, meinst du? Genau, so, ja, eine Geschichte mit mir, wie ich die Flasche bekommen habe. Wie gesagt, wir sind dann damals, darf ich noch einmal einen Schritt zurückgehen, dass das ein bisschen deutlich herauskommt. Wir sind dann, irgendwann Ende 1997, glaube ich, habe ich dann Internetanschluss bekommen und dann durch Zufall durch in Google mal Jack Daniels eingegeben und dann bin ich dann durch Zufall bei eBay Amerika gelandet. In Deutschland gab es das noch gar nicht und habe mich dort mal angemeldet mit einer amerikanischen Adresse, die ich mir ausgedacht habe. Und da ging dann halt so die große Welt auf, dass ich dachte, okay, es gibt ja doch noch, also nicht nur mich, der so verrückt ist, sondern Tausende anderer Sammler. Und dann habe ich dann die erste deutsche Webseite geschrieben, weil mich die ganze Geschichte damals interessiert hat und wollte das einfach mal in Deutsch auch hinbringen, weil es gab es damals noch nicht. Gut, und dadurch bin ich dann in Kontakt mit so vielen deutschen, europäischen Sammlern gekommen, allein in Deutschland so um die 2000 weltweit. Also geht es weit in die Tausende. Es gibt in der Tat weltweit ganz viele Menschen, wie du sagst, die diese Flaschen sammeln. Ja, also aus aller Herren Länder. Und dann haben wir uns so ein bisschen organisiert und da ich so mit der Erste war, hat man halt die Kontakte nach Australien und so weiter geknüpft und wir haben das dann so gemacht, dass wir sogar jedes Jahr runterfahren. Also ich frage mal, wer hat Lust mitzukommen, dann fahren immer 20 bis 40 Verrückte aus ganz Europa runter und wir pilgern dann dahin. Und es ist halt so, dass man dort unten bei diesem Millionenkonzern ist. So was mich imponiert hat, war halt, als wir erstmal da waren. Also wir müssen sagen, dass der Konzern sitzt in Australien. Nee, in Lynchburg in Tennessee. Achso. In Amerika. Okay. Und da ist das Stammhaus auch die Brauerei und da sind wir hingefahren und wie gesagt, ein Milliardenkonzern, und ich habe mir dann damals so vorgestellt, wenn man mit so einer Fangruppe vielleicht mal nach Volkswagen fahren würde, ich sag mal, man käme vielleicht gerade zum Portier und was mich damals begeistert hat, also der oberste Boss, der wurde dann angerufen, hier sind ein paar Sammler aus Deutschland, der kam von seinem Feld runter, hat alles stehen und liegen lassen mit seinem Truck, den Hund hinten drauf und kam dann nur runter, um uns zu begrüßen. Und das war für mich so ein Ding, es ist ein bisschen was anderes als was man sonst. Ich verstehe, wenn da hast du wahrscheinlich auch irgendeine Flasche mitgenommen oder bekommen und dann bist du woanders in der Welt und dann kaufst du dir da vielleicht eine und immer ist irgendeine kleine Geschichte dabei, es ist wie ein Foto. Im Kopf geht dann auf, wenn du die Flasche anguckst. Ich verstehe. Bist du denn durch dieses Sammeln der vollen Flaschen auch dazu gekommen, dass du doch noch mehr Whisky trinkst als früher? Nein. Also du bist weit entfernt von Alkoholwerbung machen zu wollen. Absolut. Alkohol gefährdet das überhaupt nicht. Überhaupt nicht, gar nicht. Und das zieht sich auch bei den Sammlern nicht so durch, weil viele, wenn die hören, oh Gott, 20, 30 Leute gehen, fahren 14 Tage nach Tennessee runter und fahren zu Jack Daniels, dann denkt jeder, oh Gott, ist eine Sau. Aber das ist wirklich ganz dagegen. Es geht morgens um 8 und 9 Uhr los und bis abends spät. Wir fahren von einer Einladung zur nächsten. Also wir werden also privat eingeladen und aber gehen. Man kann es wirklich ein bisschen vergleichen mit es gibt ja so Weinverrückte. Ja. Das sind ja auch wirklich keine Alkoholiker. Ja, die Spaß an allen Details haben, wie der Wein hergestellt wird, wie er angebaut wird und alles interessiert hier. So ist es bei euch wahrscheinlich auch. Absolut. Wie lange kann man eigentlich eine Flasche aufbewahren? Also ungeöffnet und nicht der Sonne ausgesetzt würde ich jetzt bei diesem etwas preiswerteren Whisky circa 40 Jahre würde ich verlaufen. Und ist dann der Whisky besonders gut nach 40 Jahren? Nein, also sobald er in die Flasche abgefüllt ist, reift er nicht mehr nach. Mhm. Das heißt also, dann ist auch Schluss, die Qualität wird auf keinen Fall besser, eher schlechter. Ah, hätte ich es nicht gedacht. Das ist auch so bei mir, wenn halt so Verwandtschaft oder Bekannte kommen, die dann mein Hobby dann nicht so kennen, kommen natürlich bei mir rein und jeder hält mich für. Ne? Das totale Gegenteil und das fand ich so faszinierend und halt auch, dass ich meinen Freundeskreis also dadurch total geändert habe. Also der ist vollkommen anders geworden. Und ihr habt immer gespielt, Absolut.
absolut. Jetzt hast du schon 6. Wobei, ne, es geht dann wirklich, also Bekannte von uns haben dann geheiratet und dann, wenn ich Geburtstagfeier mache, so alle 2 Jahre, lade ich ein zu so einer Barbecue-Party, dann kommen wirklich Leute aus Amerika, aus Neuseeland, nur dafür dann hier runtergeflogen. Also es ist eine unwahrscheinliche Gemeinschaft, eine Family, sagen wir immer. Andreas, jetzt hast du schon 600 Flaschen und wahrscheinlich die völlig unterschiedlichsten und ungewöhnlichsten Flaschen. Gibt es eine Traumflasche noch, die du gerne mal hättest? Gibt es mit Sicherheit noch. Aber dann wird es auch, ne, geht es auch in Bereiche, wo ich dann meiner Familie dann auch nicht mehr in die Augen gucken kann, wenn ich sowas kaufe. Weil die zu teuer wird? Ja. Was würde die so? Also, ne, Beispiel 10.000 Euro. 10.000? Hm. Wie teuer war die teuerste Flasche, die du jetzt besitzt? Die in meinem Besitz ist, würde ich taxieren, vielleicht maximal 5.000. Boah, aber das ist ja, das Ding, was kostet das Ding so im Laden? Kann man nicht im Laden kaufen, konnte man nicht im Laden kaufen. 5.000 Euro für eine Whiskyflasche, ja, Wahnsinn. Das war eine Spezialabfüllung, die also hat auch eine ganz besondere Geschichte dann zu diesem Fass. Das ist das einzigste Fass, was also nicht in Lynchburg in Tennessee abgefüllt wurde. Ja, das ist die Geschichte dahinter. Und davon haben höchstens 20, 24 Flaschen überhaupt überlebt. Ja, und da hat man dann halt so, ne, so ein Highlight in seiner Sammlung. Ne, den Wert hat sie, das habe ich natürlich nicht dafür bezahlt. Aber für dich ist das natürlich was ganz Besonderes. Diese natürlich, ich habe sie damals vom Chef geschenkt bekommen. Und ne, das war natürlich dann so im Nachhinein. Lieber Andreas, war ein sehr ungewöhnlicher Einblick in ein ungewöhnliches Hobby. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf und viel Spaß beim Sammeln weiter. Danke für das Gespräch. Tschüss. Danke. 0800 220